Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 2. März 2019 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, noch die Neuigkeiten. 20. März ist Frühlingsanfangtag und Nachtgleiche. In diesem 20. März werde ich ein großes Ritual machen mit Schamanen, mit schamanischen Trommeln. Dieses Ritual ist für inneren Gleichgewicht und für Neuanfang. So wie die Sonnenenergie zunimmt, die Tage werden länger, so eignet sich das für einen Neuanfang, was vermehren soll, wo wir Erfolg haben möchten, was ausdehnen soll und in allen Lebensbereichen, ob das jetzt beruflicher Neuanfang oder Neuanfang in Selbstständigkeit oder Neuanfang in einem neuen Wohnort oder Neuanfang in die Liebepartnerschaft oder ein neuer Schwung in die Liebepartnerschaft. Das ist die Energie und wie Hermann Hesse so wunderschön das beschrieben hat, an jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so starten wir den Frühling und so starten wir etwas Neues. Ihr könnt auf dieses Ritual anmelden. Meine E-Mail-Adresse ist ritual@denderasusannamedici.com. Die Teilnahme beträgt mein Honorar 10 Euro. Und zu diesem Tageshoroskop. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Ich möchte das auch nicht jeden Tag erklären. Nur zum Wissen, es ist andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Wir haben vier Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Und da sind die Tierkreiszeichen auch unterteilt. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann ist die Ideenreichtum, die Weitblick, gehört zum Luftelement und Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie. Suraya oder Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne bewegt sich in einem Bereich und dieses Mondhaus, wo sie diese Sonnenbewegung ist, heißt Shatabisha. Dazu muss ich sagen, das ist die Scheinbewegung, die Sonne, weil in Wirklichkeit bewegt sich unser Planet Erde. Früher haben die Menschen gedacht, dass die Erde steht im Mittelpunkt in unserem Sonnensystem
und alles kreist um die Erde. Das war damals die geozentrische Weltbild. Kopernikus hat behauptet, nein, das ist gar nicht so. Die Sonne ist die Zentrum unserem Sonnensystem und unserem Planet, so wie anderen Planeten auch kreist, um die Sonne, ein neues Weltbild, die heliozentrischen Weltbild, Helios heißt auch Sonne. Es wurde aber nicht erlaubt, dieses Weltbild zu vermitteln. Giordano Bruno musste dafür sterben. Galileo Galilei stand 1601, ich glaube, vor die Inquisition. Nur für diese These, wobei er sagte, es dreht sich schon. Später hat Newton das auch bewiesen durch die Gravitation. Aber Großartiges hat auch Kepler geleistet. Diese Menschen sind einfach mit ihren Arbeit so wertvoll. Und jetzt wissen wir das auch. Jetzt wissen wir, die Zentrum unserem Sonnensystem ist die Sonne. Die Bewegung macht die Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Wir sagen auch als Sonnenbewegung. Aber die Sonne bewegt sich auch, und das ist diese Präzision, was die indische Astrologie berechnet, weil die Sonne, die gesamte Sonnensystem hat auch eine Bewegung in einer zentralen Sonne und das ist Alkyone. Alkyone ist ein Stamm von den Plejaden. Die Plejaden sind die Regengeschwister, die Töchter von Atlas. Und genau diese Geschichte erzählt auch Frau Holle, aber davon habe ich schon oft etwas erzählt. Nur zum Wissen, dass die Sonne hat auch eine gewisse Bewegung und das nennt man Präzession, das was die indische Astrologie berücksichtigt. Jetzt bin ich zu weit gegangen, aber wenn es um Astrologie geht, dann verliere ich Raum und Zeit und höre ich nicht auf zum Reden. Aber ich muss das begrenzen. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Schütze im Grenzbereich. Mond übergeht dann im Tierkreiszeichen Steinbock. Aber bei Sonnenaufgang ist noch im Schütze. Sommer ist eine von den Namen des Mondes. Es gibt mehrere Namen. Einer davon ist Soma, im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie. Agni bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, kann sich ganz gut entfalten im Widder, weil Mars ist zu Hause. Mars ist der Herrscherplanet in Tierkreiszeichen Widder, fühlt sich wie zu Hause. Also die Mars-Energie kann zurzeit wundervoll entfalten. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben, mit zwei D. Diese Schreibweise bedeutet schon Erleuchtung, aber ich habe kein anderes Bild. Deswegen verbinde ich Merkur mit Buddha. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter ist in Skorpion. Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Indra oder Jupiter ist im Skorpion. Jupiter vergrößert immer etwas und hier handelt es sich um unsere Gefühle und das spüren wir intensiver. Außerdem, Jupiter zeigt die göttliche Gerechtigkeit
Ursache und Wirkung, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück und zeigt aber auch die Ungerechtigkeiten. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und Venus bewegt sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Mond nähert sich zu Venus und wird dann die Gefühlen intensiv, Themen aktiviert, wie Liebe, Partnerschaft, aber auch Kreativität und Schönheit, und wirkt diese Mondenergie besonders auf uns Frauen, ist eine weibliche Energie. Mond ist auch weiblich, Venus ist auch weiblich. Und wenn Mond übergeht im Steinbock, dann nähert sich zum Venus. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Saturn befindet sich im Schütze und belehrt uns. Belehrt uns orientieren. Die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Energetisch sind unsere Wünsche hier beschrieben und genau das, was wir zurzeit lernen, in dieser Richtung orientieren, als Ziel setzen, und Saturn sorgt dafür, dass alles in Form kommt, dass es eine Struktur bekommt. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und das, was auf unserem Alltag aus unserem persönlichen Leben wirkt. Und wir schauen jetzt die Elemente an. Mars, Mond, Saturn im Feuerelement, Venus, später auch Mond im Erdeelement, Sonne ist im Luftelement, Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Von der Verteilung her, auch wenn das nicht gleichmäßig ist, aber in allen Elementen fließt Energie und es sorgt dafür, dass wir diese kosmische Energie, was wir empfangen, ziemlich im Gleichgewicht ist. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Uranus ist im Widder, sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Neptun lässt unseren Träume, unseren Fantasie, unsere Kreativität leben, und Pluto zeigt, wie wir in inneren Kraft bleiben. Pluto ist dann im Schütze. Mond bewegt sich im Mondhaus Uttarakshada, und das bedeutet für uns heute, weil Mond empfängt Energie von den Sternen, das ist wie ein Empfängnis, aber Mond reflektiert das dann auch. Und Mond hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag und Mond hat einen großen Einfluss auf unseren Gefühlen. Weil unsere Gefühlen gehören zum Wasserelement. Und die Mondkraft ist so stark, bewegt ganze Meeren. Ebbe und Flut kommt von Mondkraft. Dann wirkt auf uns auch, vor allem unserem Körper, besteht Großteil aus Wasser. Das heißt, Mond hat einen großen Einfluss auf unserem Leben und diese Einflüsse von den Sternen reflektiert uns. Und was erzählt dieses heutige Mondhaus? Die Verbindung zu unserem höheren Selbst. Die heutige Tag eignet sich dafür, höheren Wünsche haben, sie als Ziel setzen und da eine Verbindung herstellen zu unserem höheren Selbst und unserem höheren Ziele, Ideale. Und die heutige Tag ist gut, etwas unternehmen. Und jetzt noch die Verbindungen. Sonne, Mond, die beiden Lichter und die Planeten, sie verbinden sie sich, die kommunizieren miteinander. Die heutige Verbindung ist, Sonne steht in einer sehr guten Verbindung zum Mars.
sondern im Wassermann Mars im Widder, eine harmonische Verbindung. Beide ist männliche Energie. Sonne symbolisiert auch der Vater und Mars der Mann. Das kann natürlich eine gute Verbindung sein zwischen Vater und Sohn. Bei Sonne können wir auch der Chef vorstellen und hier kommt auch eine gute Verbindung. Entweder die Chef kann sich durchsetzen oder die Männer haben jetzt eine bessere Verbindung zu ihrem Chef. Mond aktiviert heute die beiden Mondknoten Rahu und Ketu. Rahu ist im Krebs, Ketu ist im Steinbock. Rahu und Ketu symbolisiert eine Drache. Und diese Drache ist, können wir das so vorstellen, diese Drache wie eine Weltenschlange, was unsere Welt umhüllt. Das ist wie ein Ring, ein Kreis. Der Kopf wurde aber abgeschnitten von diesem Drache. Das heißt, dieser Drache hat zwei Teile. Die eine ist der Körper, andere ist der Kopf und die beiden sind getrennt. Und unsere Seele hat diese Aufgabe, die beiden Teile zusammenzufügen. Ketu symbolisiert den Körper. Und das ist nichts anderes als Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen, Erfahrungen, all das, was wir schon erlebt haben. Natürlich sind das auch Talente und Fähigkeiten, also auch Schätze da und das sollen wir bewahren, behüten. Aber ein Teil von diesen Erinnerungen sind mit Tränen verbunden oder mit Angst. Das sollen wir loslassen. Und dann der Kopf, was getrennt ist von diesem Drachen. Der Kopf ist das, was wir suchen. Und wenn wir das finden, dann können wir die beiden Teile miteinander vereinen. Und das ist etwas Neues, was wir noch nicht kennen. Aber unsere Seele braucht diese Erkenntnis, weil so fühlen wir uns vollständig. Wir lernen auch mal etwas Neues. Und das symbolisiert Rahu. Rahu ist gerade im Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist die Drachenkopf. Natürlich diese Bewegung gerade oder Mond. Mond steht in einer Verbindung zum Mondknoten, weil das ist der Schnittpunkt, die Mondumlaufbahn und die Ekliptik. Das ist diese beiden Mondknoten. Also Mond hat schon hier einen Einfluss auf diesen karmischen Themen. Und gerade wie heute, Mond aktiviert die beiden Mondknoten und kommen natürlich auch karmischen Themen. Aber was das genau ist, das zeigt die Geburtshoroskop. Und ein Geburtshoroskop-Analyse, karmisch gesehen, kann man vieles, vieles erkennen. Wo ist dieser Kopf? Was sucht die Seele überhaupt? Ganz interessantes Thema ist es. Und dann wissen wir die Richtung, dann können wir Orientierung, dann können wir diese Drache, was nichts Negatives bedeutet, überhaupt nicht Negatives, dann miteinander vereinen und das bildet eine Einheit. Und das, was uns auch karmisch befreit, natürlich kommen andere Themen auch dazu wie Ursache und Wirkung. Ganz klar diese göttliche Gerechtigkeit, aber dieser karmische Weg für unsere Seele sehr, sehr wichtig ist. Also Mond aktiviert heute die beiden karmischen Themen. Merkur nähert sich zu einer Verbindung zu Uranus. Das sorgt für unerwartete Ereignisse, eine Überraschung oder eine Nachricht, eine wichtige Nachricht, womit wir nicht rechnen. Und jetzt zu Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet
auch die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und das ist im Einklang mit dem Kosmos, das ist im Einklang mit dem Natur. Ein Teil wurde zerstört, die Inquisition hat einen Teil von diesen Schriften verbrannt, aber ein Teil noch erhalten geblieben. Und auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, diese Berechnungen und diese Kalender und die 13 Tage, trotzdem möchte ich das näher bringen, weil das hilft uns, im Einklang zu sein zu unserem Selbst, im Einklang zu sein zur Natur, im Einklang zu sein von natürlich für die ganze Universum. Wir befinden uns gerade in siebten Welle. Diese siebte Welle hat am 27. Februar begonnen und dauert bis 11. März 2019 und wirkt die Wasserelement. Wasserelement aktiviert natürlich Intuition, aktiviert unsere Gefühle, aktiviert unser Unbewussten. Diese Welle dauert also 13 Tage lang und das könnt ihr so vorstellen in diesem Kalender wie bei uns ein 7-Tage-Wochen. Und diese Welle ist die Welle, die Reinigung und blitzartigen Transformation. Wir können das in Natur als Naturkräfte betrachten als Blitz, Donner, Gewitter. Und gerade bei dieser Zeit sollen wir Angst überwinden, weil das ist nichts anderes als ein Erneuerungsprozess. Es ist die Kraft der Wandel und das sollen wir ohne Angst begrüßen. Es wird stürmisch sein. Es werden auch Momente geben, das kommt wie ein Blitz. Aber das ist wichtig, etwas zum Klären. Das wird etwas geklärt. Es ist eine Herausforderung mit Stürmen, aber nicht uns hinwegfegen lassen, auch nicht etwas festhalten wollen, sondern uns eingeben auf diese Veränderungen. Und das mal so wahrnehmen, gewaltige Kräfte sind im Werk, weil das ist gerade ein großer Wandel. Die heutige Zahl ist die Zahl 4. Und das vermittelt uns Ordnung, Struktur, Fundament. Es ist auch gut, etwas beginnen heute, wovon wir träumen, weil wir können gerade dieses Fundament, diese Basis schaffen und damit das eine Wirklichkeit wird. Die heutige Kraftfeld oder planetarische Energie ist IIK. Und bedeutet übersetzt Wind. Wind, ein göttlichen Atem, die Luftelement, die Macht, die Gedanken. Und als Krafttier ist Falke dazu zugeordnet. In unserer körperlichen Ebene ist es unsere Lunge oder unserem Atem. Die Mondenergie zeigt Lamat, und das bedeutet die Sternen und die Schönheit, Harmonie. Lamat steht mit Venus in Verbindung. Schönheit, Harmonie, Kunst, Kreativität. Hier bei diesem Symbol ist die Krafttier der Hase. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich.
Diese wiederum bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihre finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.